Das Reallabor Asylsuchende in der Rhein-Neckar-Region widmet sich der Untersuchung von Erfolgsfaktoren für eine möglichst schnelle gesellschaftliche Integration von Asylsuchenden in den Städten Heidelberg, Sinsheim und Wiesloch. Hier werden in enger Zusammenarbeit mit Praxispartnern Modellprojekte entwickelt und umgesetzt. Eines davon ist das Modellprojekt Selbstlernmaterialien, das im Herbst 2016 gemeinsam mit der Volkshochschule Heidelberg begonnen wurde. Ziel des Modellprojektes ist die Entwicklung von Lernmaterialien für Neuzugewanderte in Erstaufnahmestellen. Die Lernenden bringen kaum bis keine Sprachkenntnisse im Deutschen mit. Die besondere Anforderung an die Materialien besteht in der großen Heterogenität der Lernenden hinsichtlich ganz unterschiedlicher Faktoren wie dem Sprachstand und zudem einer hohen strukturell bedingten Fluktuation vor Ort. Das Selbstlernmaterial soll es ermöglichen, selbstständig und zeitlich flexibel, unabhängig von den bisherigen Spracherfahrungen, Deutsch zu lernen. Die Lernenden können selbst entscheiden, welches Thema sie bearbeiten möchten. Zur Unterstützung und für Fragen ist immer ein Lernbegleiter vor Ort. Zur Verfügung stehen derzeit Lernmaterialien zu 7 verschiedenen Themen. Jeder Lernende kann zum Verständnis eine Erklärungsmappe zu Hilfe nehmen, die in verschiedenen Sprachen vorliegt und den allgemeinen Umgang mit den Materialien und dem Hörstift erklärt. Ergänzend stehen neben den Mappen und dem Hörstift Kopfhörer, Folienstifte und Lösungsblätter zur Selbstkontrolle zur Verfügung. Die Materialien haben alle auch Teile, in denen etwas übersetzt ist. Wir haben uns entschieden, weil es so viel Gambianer gibt in PHV, dass wir Englisch und Arabisch nehmen als übersetzte Sprachen. Wir haben darauf geachtet, dass es keine Worte in einer Lerntheke gibt, die nicht entweder als Chunk, also ganze Satzverbindung übersetzt werden oder als Einzelwörter. Also der Selbstlerner trifft auf nichts, was er nicht hätte schon sich hier erarbeiten können. Danke gut. Und dir? Danke gut. Danke gut. Und dir? Danke gut. Und dir? Shukran. Ala Majoram. O Ente. Die Begrüßung. Al-Qa'at-Tahiyya. Die Begrüßung. Die Begrüßung. Al-Qa'at-Tahiyya. Derzeit gibt es die Selbstlernmaterialien entsprechend der Nachfrage in 6 verschiedenen Sprachen. Hierzu zählen Englisch, Arabisch, Russisch, Französisch, Türkisch und Farsi. Weitere Übersetzungen sind in Arbeit. In den ersten beiden Themen Buchstabieren und Zahlen sind kaum Übersetzungen nötig, da verstärkt mit Bildern, Buchstaben und Ziffern gearbeitet wird. Man sieht hier die Einer in Blau, die Zehner in Rot, 4 und 20. Und damit die Selbstlerner das dann auch hören können, gibt es hier einen sogenannten Hörstift. Ich würde dann jetzt hier drauf tippen. Und der Stift würde lesen, also dass sie auch hören können, wie die Aussprache funktioniert. Wir haben auch darauf geachtet, jetzt hier in diesem Falle, wenn wir solche Dialogszenen darstellen, dass nicht unterhalb des Dialogs jetzt der Text steht, sondern mit Sprechblasen ganz eindeutig der Person zugeordnet wird. Und dann auch wieder könnte man mit dem Hörstift auf diese Sticker tippen und würde dann hören, was der Mann sagt. Also jede Seite in einer Lerntheke hat ihre eigenen Icons, Piktogramme, die natürlich auch vorher erklärt werden in verschiedenen Sprachen und dem Mensch, der damit arbeitet, zeigen, was hier zu machen ist. Bei dieser Seite hier, die wir vorhin schon gesehen haben, gibt es noch ein neues Piktogramm. Das heißt, hier wird was getan, also haptisch gearbeitet. Hier muss man nämlich aus dem Kuvert dann diese einzelnen Zahlenplättchen nehmen und an die richtige Position legen. Sollten die Lernenden Schwierigkeiten beim Lösen einer Aufgabe haben, können sie jederzeit den Lernbegleiter um Hilfe bitten. Zur Kontrolle gibt es für alle Übungen Lösungsblätter. Aus unserer Erfahrung mit Deutsch als Zweitsprache an Schulen
Also mit meiner Erfahrung in dem Bereich haben wir zum Beispiel uns auch entschieden, wenn da steht, das ist Paul, er wohnt in Heidelberg, dass wir ganz klar zeigen, das Personalpronomen bezieht sich, wo ist der Paul hier, direkt auf das Wort davor. Das ist normalerweise in den Büchern nicht angegeben, aber wenn man viele Jahre in dem Bereich gearbeitet hat, dann weiß man, dass das für die Lerner oft eine Schwierigkeit darstellt. Derzeit wird an der Digitalisierung des Lernmaterials gearbeitet. Dies wird Anfang 2019 verfügbar sein. Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage des Reallabors unter www.reallabor-asyl.de. Sollten Sie Fragen zum Material haben, können Sie sich gerne über die angegebenen Kontaktmöglichkeiten an uns wenden.